Er hat ungewöhnlich krumm und schief gespielt. Es ist nicht nur virtuos, sondern es ist vor allem auch innovativ. Ja, und dann dieser Groove. Also er hat einfach eine unglaubliche rhythmische Energie, die er in seinen Kompositionen und auch in seinem Spiel hat. Und das ist auch in diesen tollen Stücken, Harlem, Night Creature, die wir hier spielen. Also man hat ein bisschen zusammen gesungen, hat ein bisschen zusammen gegroovt und hat dann ein Stück entwickelt. Und er hat angefangen, diese Musik in Noten zu fassen. Also er hatte immer Bilder in seinem Kopf. Da geht es um Monster, die in der Nacht energetisch tanzen und total abgehen. Und ich glaube, das ist das, was seine Musik auszeichnet. Und das Besondere an seiner Band war natürlich auch, dass er Typen in der Band hatte, denen er Musik auf den Leib geschrieben hat. Und er weiß ganz genau, wie die Töne formen und was die draus machen. Das Tolle an Duke Ellingtons Fantasie war diese Verbindung der zwei Welten, Jazz und Orchestermusik. Das bringt eine unglaublich tolle neue Klanglichkeit hervor. Da freue ich mich total drauf am 16.09. in der Philharmonie.